Wie kommt ihr mit dem Plan voran, Ätzli? Es gibt verschiedene Optionen. Okay. Uchu? Kukulkans Armee folgt dem Sakbe zur großen Steinbrücke auf dem Weg zur Pyramide. Wenn wir direkt von vorne kommen, könnten wir sie am besten abfangen. Aber das Risiko ist groß, dass sie uns überrennen. Wenn wir hier lang gehen, wäre das sicherer. Aber unser Timing müsste perfekt sein. Sonst gehen sie uns durch die Lappen. Geht nicht vielleicht beides? Wenn wir von vorn angreifen, gehe ich außen entlang und als Scharfschützin in Position. Dann kriegen wir sie dran. Keine Option ist risikofrei, aber ich finde, das ist die beste. Gut, dann auf deinen Befehl. Stell die Truppen auf. Wir gehen. Hier trennen wir uns. Du musst dort entlang. Lara, ich möchte dir das hier geben. Es bringt Glück. Ätzli, das kann ich nicht annehmen. Nach diesem Tag ist die Sonnenfinsternis nicht mehr unser Zeichen. Denn wir behalten die Sonne und du entfernst den Schatten. Danke. Pass auf dich auf, Jonah. Du auch, kleiner Vogel. Jonah, ich hab's geschafft. Ich sehe die Brücke. Scheiße. Sie haben die Brücke gesprengt. Wir finden einen anderen Weg. Okay. Siehst du den roten Rauch? Ja. Ich werde es überprüfen. Unuratu hat gesagt, das Purpurfeuer sei ihr Schicksal. Okay. Aber beeil dich. Ja. Commander, hier ist Cardinal Two. Brücke ist ausgeschaltet. Gut, Teamleader mit den Fahrzeugen koordinieren. Cardinal Two, Sie sind Ihre Augen. Verstanden.
Nicht vergessen, jede Strukturlücke ist ein potenzieller feindlicher Vektor. Mehr Helikopter. Jaxil, Trinity macht Jagd auf sie. Hier ist Cardinal 8. Feinde in Sicht. Ändere Kurs auf 105. Richtet Todeszonen ein und haltet den Feind vom Tempel fern. Fortschritt in allen Sektoren, aber wir haben große Verluste. Alle Einheiten, weg von den Wänden. Bleibt bei den Kameraden. Überlappende Schussfelder. Die Quelle des Rauchs. Da komme ich hin. Wenn das Purpurfeuer qualmt, suche deinen Spiegel. War das Unuratus Schicksal? Ihr seid das Purpurfeuer. Ich denke, dass wir zusammenarbeiten sollten im Kampf gegen Kukulkan. Jonah, Planänderung. Ich bringe verstärkt Diaxil, sind die Nachkommen der Schöpfer des Schlüssels von Chakchel und der Schatulle von Ixchel.
Seit Lopez die Schatulle vor 400 Jahren gestohlen hat, haben sie ihre ursprüngliche Aufgabe verloren und beschützen jetzt stattdessen den Ort, an dem das Ritual der Schatulle stattfinden wird. Obwohl ihr Verstand im Laufe der Jahrhunderte geschwunden ist, werden sie weiterhin jeden bekämpfen, der die heilige Stadt der Schlange betritt. Ihre Anführerin ist eine Priesterin mit dem Beinamen das Purpurfeuer. Sie repräsentiert Chakchell und hat gemeinsam mit Ixchell die Aufgabe, das Ritual der Schatulle zu vollziehen. Sie ist dafür verantwortlich, Ixchell anzuleiten, wenn diese die Macht der Sonne opfert. Anschließend werden das Purpurfeuer und sämtliche Jaxil in den Himmel zurückkehren, wo der Schlüssel und die Schatulle ursprünglich erschaffen wurden. Was? Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ich auch. Commander, sie ist Kontakt zu Croft. Sie ist bei den Jaxil. Siehst was? Lasst euch nicht ablenken. Schaltet sie aus! Sie sind überall! Wir brauchen Verstärkung! Jetzt! Schicke Verstärkung zu euch. Scheiße! Scheiße! Delta! Ihr 10. Team, Hoher Rat in Position, halten die Stellung. Wiederhole, Hoher Rat ist sicher. Hier ist Commander Rock. Der gesamte Hohe Rat ist hier, um unseren Sieg persönlich zu begleiten. Wir werden die Stellung um jeden Preis halten. Ja! Cardinal Free im Anflug. Doch, wir sind Helfer! Ich versuch's! Holt uns hier raus! Scheiße! Der Weg zum Tempel ist frei. Wir brechen auch durch. Wir sind fast da. Wo ist Dominguez? Er ist im Tempel. Wir sind nah dran. Multumenaka! Danke, Kukulkan, für dieses Geschenk der Erneuerung. Wir sind dafür bereit. Lass uns deine Macht empfangen. Gehören zu dir? Das Ritual muss von mir abgeschlossen werden. Sie haben falsch gewählt. Völlig falsch! Nein! Es war schon immer ihr Recht. Her mit der Schatulle. Nein. Nein, niemals. Ich muss Paititi beschützen. Wir alle erschaffen unser Schicksal. Nicht nur du, sondern wir alle. Als Einheit. Sinnig bis zum Ende. Angriff! Hier ist Commander Rook. Alle verbleibenden Einheiten, halten! Sie sind durch das Tor! Alle Einheiten zu den Enden, meine Herren! Um jeden Preis aufhalten. Das Ritual ist fast abgeschlossen. Hier spricht Rock. Nach Abschluss des Rituals werdet ihr alle gerettet. Und wer alles gibt, wird auch belohnt. Oh,
imperiale Akademiker ist weg. Und bald beherrscht Trinity alles. Ja. Ich komme nicht durch, das ist nicht raus. Paladin One, ich bin umzingelt. Keine Munition mehr. Nein, bitte, nein! Jonah, Rock ist tot. Ich folge Dominguez, um das Ritual zu stoppen. Wir halten die anderen so lange wie möglich auf.
Sonne verdunkeln! Möge die Dunkelheit die uns bekannte Welt auslöschen! Lass den Schatten vergehen und das Licht auf eine von uns geschaffene Welt leuchten! Die Macht von Kukulkan. Vernichte alle, die deine Macht und Stellung zerstören wollen! Eine von uns geschaffene Welt leuchten!
Nichts hält mich auf. Ich erschaffe die Welt neu. Heute nehmen wir unser Schicksal in die Hand. Leben. Dein Gegner ist ein Gott. Ich hab dich am Leben gelassen, Lara. Bis jetzt. Ich beschütze Paititi, nicht du! Greif mich nur an, aber ein Vulkan macht mich nur noch stärker. Ich hab dich für Blüten gehalten.
Ich würde seinen Gott erschießen. Schießen. Um den Schatz zu finden, muss die Entdeckerin Lara Croft den König überlisten. Den König überlisten? Ob der König da so einfach mitspielt? Ihr Lieben, könnt ihr nicht mal eine Sekunde stillhalten? Jawohl, weiße Königin. Eins. Eins. Darf ich mal sehen? Klar. Da bist du, da bin ich, da Dad. Wo sind wir? Hawaii. Mit der Schatulle und diesem Schlüssel können wir die Welt neu erschaffen. Frei von Schwäche, Gewalt. Wenn du so viel Macht hättest, was würdest du tun? Tapferes Mädchen. Das nicht damit rechnet, dass ein Jaguar sie angreift. Wo wollen wir unser nächstes echtes Abenteuer erleben? Ich habe gehört, die Antarktis soll zu dieser Jahreszeit wunderschön sein. Dad!
Was nicht? Dann erforschen wir vielleicht die Salzseen von... Mann, Luka. Richard! Ich weiß, wo wir hinfahren! Ach ja? Was? Hawaii! Oh ja, das wäre bestimmt sehr schön. In diesem Fall musst du mir aber bei den Recherchen zur Vorbereitung unserer Reise helfen, Lara. Nein! Du bist mein Assistent! Oh ja, das stimmt wohl. Tut mir leid, Ma'am, das hatte ich ganz vergessen. Ich verlange, dass man mich ins Museum führt. Nun gut, ich schätze, das lässt sich einrichten. Wenn die Katastrophen beginnen, wird der Gott Kukulkan geopfert, um die Sonne zu erhalten. Sonst kommt das Ende der Welt. Sie opfern einen Gott? Ihn zu opfern ist meine Pflicht. Doch für den Fall, dass ich versage, wird das Purpurfeuer mich leiten und mein Versprechen einlösen. Ich liebe diese Weltsee. Ist nicht perfekt. Aber alles, was mir jetzt wichtig ist, ist da. Nach diesem Tag ist die Sonnenfinsternis nicht mehr unser Zeichen. Denn wir behalten die Sonne und du entfernst den Schatten. Schütze, Paititi! Bitte. Bitte, Lara. Das werde ich. Unuratu. Meine Mutter, Kriegerin, Rebellin, Königin. Wir werden sie noch über Generationen ehren. Ich vermisse dich. Nun wird ihr Geist uns dabei helfen, Paititi zu vereinen. Vielen Dank. Ich fahre morgen nach Kuvakyaku zurück. Wirklich? Vermisst du den Dschungel? Oder willst du den mysteriösen Fischbaum suchen? Ach, Abby und ich fahren einige Tage an die Küste. Wie schön. Was machst du? Ich denke, ich werde noch eine Weile hierbleiben. Und stellst du noch mehr Artefakte wieder her? Also, was machst du? Ich weiß noch nicht. Edsley wird mich ein bisschen beraten. Er wird mir schon sagen, was Paititi für den Wiederaufbau benötigt. Wow. Ich will nicht länger suchen. Ich will Zeit mit Menschen verbringen. Okay.
Solltest du nicht packen oder sowas? Nein, bis morgen hast du mich an der Backe. Du kannst bleiben, solange du willst, Lara. Gute Reise, Jonah. Wenn hier alles wieder aufgebaut ist, komme ich vielleicht nach und lerne mehr über die Welt fernab von hier. Klar, immer gern. Sag einfach Bescheid. Du auch, Uchu. Wenn er es will. Also, Jonah, Lara hat gesagt, du hast eine Freundin? Wir kommen alle zur Hochzeit. Was? Moment mal. Edsley, zeig mir doch mal die Pläne für den neuen Tempel. Ja, der wird wunderschön. Ich lag völlig falsch. Ich dachte, um mein Leben zu kontrollieren, müsste ich etwas Ungewöhnliches tun. Ich dachte, ich müsste alles in Ordnung bringen. Aber die Geheimnisse der Welt muss man genießen, nicht lüften. Ich bin nur eine von vielen, die versucht, sie zu wahren. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringen wird, Jonah. Aber welches Abenteuer mich auch erwartet, ich freue mich drauf. Ich werde versuchen, mich selbst nicht so ernst zu nehmen. Tee, Miss Croft. Sehr gern. Im Moment ist es einfach nur schön, zu Hause zu sein.